Moin Moin aus Hamburg zu unserem erstmal leider letzten Transferticker. Es wurde nochmal richtig Gas gegeben, vor allem der FC Barcelona und FC Chelsea haben nochmal einige Neuzugänge präsentiert und auch der FC Liverpool hat nochmal jemanden verpflichtet. Wie gesagt, es wurde nochmal alles gegeben und wir zeigen euch die letzten Deals des Deadline Days und starten mit Sergiño Dest. Der 21-Jährige verlässt den FC Barcelona und wechselt leihweise zu AC Mailand. Am Ende der Saison besitzt der italienische Meister eine Kaufoption, die sich auf rund 20 Millionen Euro belaufen soll. Ziemlich genau die Summe, die Barca vor 2 Jahren an Ajax Amsterdam überwiesen hat. Der lang erwartete Transfer von Pierre-Emerick Aubameyang zum FC Chelsea ist perfekt. Der frühere Torjäger des BVB soll im Team von Thomas Tuchel das Vakuum auf der 9 füllen. Der Gabuner hat noch einen Vertrag bis 2025 unterschrieben und kostet 12 Millionen Euro, weniger als zunächst angenommen. Ein weiterer Transfer für die Blues. Dennis Zakaria kommt von Juventus Turin. Die Leihgebühr liegt bei 3 Millionen Euro und kann dank Boni auf bis zu 4 Millionen Euro anwachsen. Chelsea kann den Spieler mit Hilfe der vereinbarten Kaufoption für 28 Millionen Euro fest verpflichten. Die Summe ist in 3 Geschäftsjahren abzubezahlen. Bis zu 5 Millionen Euro Boni sind wiederum hier möglich. Also alles ein wenig verzwickt. Brighton & Hove Albion hat Mittelfeldspieler Billy Gilmour vom FC Chelsea verpflichtet. Der 21 Jahre alte Schotte unterzeichnete bei den Seagulls einen Vertrag bis 2026. Die Ablöse liegt dem Vernehmen nach bei 10,4 Millionen Euro. Die Summe macht den Rechtsfuß somit zum drittteuersten Einkauf des Premier League Clubs im Sommer. Und noch ein Abgang beim FC Chelsea, die den Vertrag mit Linksverteidiger Marcos Alonso aufgelöst haben. Die Zusammenarbeit mit dem Routinier wurde im gegenseitigen Einvernehmen beendet. Somit stand einem ablösefreien Transfer nach Barcelona nichts mehr im Wege. Der 31-Jährige, in einer Vereinsmitteilung als Liebling der Fans bezeichnet, machte für die Londoner seit seiner Ankunft 2016 insgesamt 212 Partien, in denen er auf 29 Treffer und 23 Vorlagen kam. Das Team von Jürgen Klopp konnte sich mit Juventus Turin auf eine Leihe und Bedingung für einen späteren Kauf des defensiven Mittelfeldspielers Arthur einigen. Für den 26-Jährigen erhält die alte Dame zunächst eine Leihgebühr von 4,5 Millionen Euro. Nach der Leihe kann Liverpool den Wechsel für eine festgeschriebene Ablöse von 37,5 Millionen Euro permanent machen, zahlbar in 2 Jahren. PSG verpflichtet Carlos Soler vom FC Valencia und profitiert beim Preis vom kurzfristigen Vertrag des Spaniers, der nur noch bis 2023 Gültigkeit hatte. Dem Vernehmen nach kann sich die Ablöse von 18 Millionen Euro mit Boni auf bis zu 21 Millionen Euro ausweiten. Kurz vor Transferschluss in den größten Ligen Europas ist der 25 Jahre alte Mittelfeldspieler mit einem Marktwert von 50 Millionen der bisher wertvollste Transfer, der am Deadline Day über die Bühne ging. Er unterzeichnet in Paris einen 5-Jahres-Vertrag. Daniel James wechselt auf Leihbasis zum FC Fulham. Vor einem Jahr hat Leeds noch 29 Millionen Euro an Manchester United überwiesen. Jetzt der Wechsel, der als kurzfristige Reaktion auf den unerwartet geplatzten Transfer von Justin Kluivert zu verstehen ist. Eine Kaufoption für den walisischen Nationalspieler scheint der FC Fulham nicht zu haben. 6. Neuzugang für Aston Villa, die Leander Dendoncor vom Premier League-Konkurrent Wolverhampton verpflichtet haben. Dem Vernehmen nach wird für den 29-fachen belgischen Nationalspieler, der zuvor noch bis 2023 vertraglich gebunden war, eine Ablöse in Höhe von 15 Millionen Euro fällig. Somit erhöhen sich die Ausgaben von Villa auf 70 Millionen Euro in diesem Transferfenster. Der FC Southampton hat mit Ainsley Maitland-Niles vom FC Arsenal den 7. Neuzugang der laufenden Saison verpflichtet. Der 25 Jahre alte Flügelspieler kommt leihweise von den Gunners zu den Saints. Für den 5-fachen englischen Nationalspieler ist es die 2. Leihe in Folge, nachdem er in der vergangenen Rückrunde bei der AS Rom verbracht und 8 Spiele in der Serie A absolviert hatte. Manchester United hat die Verpflichtung von Torhüter Martin Dubravka bestätigt. Der 33-Jährige kommt zunächst per Leihe von Newcastle United und schließt sich nach eigenem Dafürhalten einer hervorragenden Gruppe von Keepern an, in der mit ihm Stammkraft David De Gea 31 und dem 36 Jahre alten Tom Heaton nur noch erfahrene Routiniers im Profiteam zwischen den Pfosten stehen. Die Chance, mit den beiden zu arbeiten, nennt er eine, die er genießen werde. Es war am letzten Deadline Day also nochmal einiges los, mehr als man vielleicht auch erwartet hatte oder aber auch
halt etwas zu wenig. Ich meine, Cristiano Ronaldo ist bei Manchester United geblieben. Für uns alle irgendwie auch eine sehr, sehr große Überraschung. Wie das Ganze weitergeht, werden wir dann natürlich in den nächsten Monaten sehen. Aber der FC Barcelona, er hat noch jemanden verpflichtet. Das ist dieser Mann hier im Hintergrund. Hector Bellerin kehrt somit zu seinem Jugendclub zurück. Sein langjähriger Arbeitgeber FC Arsenal löste den noch bis nächste Saison gültigen Vertrag vorzeitig auf, damit Bellerin ablösefrei in seine spanische Heimat wechseln kann. Bei den Katalanen hat er vorerst für ein Jahr unterschrieben. Mal sehen, wie das Ganze dann weitergeht. Startrennen hat sich mit Mittelstürmer Amine Gouiri verstärkt. Der 22-Jährige kommt vom OGC Nizza und soll letzten Informationen der französischen Zeitung L'Equipe zufolge 28 Millionen Euro kosten, womit er zum neuen Rekordtransfer bei Rennen aufsteigt. Er unterschrieb bis 2027. Den entgegengesetzten Weg von Gouiri geht Gaëtan Laborde. Laut L'Equipe kostet der Angreifer etwa 15 Millionen Euro. Nice Martin schreibt von 10 Millionen. Der Linksfuß erzielte in der vergangenen Saison 15 Treffer in 38 Spielen. Bei Nizza trifft er auf Lucien Favre und bekommt dort einen 4-Jahres-Kontrakt. Gute Nachrichten für Schalke 04. Amine Arid wechselt wieder per Leihe zu Olympique Marseille. Im Anschluss an die Leihe hat OM eine Kaufoption für Arid, die laut Schalke Angaben unter bestimmten sportlichen Bedingungen zur Kaufpflicht werden kann. Der Marokkaner war mit rund 5 Millionen Euro der Großverdiener im Kader. Daher wollte ihn der Verein gerne von der Gehaltsliste streichen, um finanziellen Spielraum zu schaffen. Und das hat man jetzt zum Glück geschafft. Ein Transfer, wie eben schon berichtet, zum FC Fulham scheiterte kurz vor dem Deadline-Day an einer von der FA nicht erteilten Arbeitserlaubnis. Nun hat Angreifer Justin Kluivert kurz vor Transferschluss ein neues Ziel gefunden. Der 23-Jährige verlässt AS Rom und wechselt per Leihe zum FC Valencia, die im Anschluss eine Kaufoption haben. Real Sociedad macht Umar Sadik am Deadline-Day zum teuersten Zugang der Vereinsgeschichte. Demnach erhält UD Almeria für seinen Topstürmer 20 Millionen plus 6 Millionen Euro in Boni sowie eine Weiterverkaufsbeteiligung in Höhe von 20%. Der 25-Jährige erhält einen 6-Jahres-Vertrag. Das Gerücht hielt sich lange, Vollzug konnten die Vereine aber erst unmittelbar zum Transferschluss in der Nacht von Donnerstag auf Freitag vermelden. Wilfried Gnonto, italienischer Nationalspieler und 18 Jahre altes Sturmtalent, wechselt vom FC Zürich zu Leeds United, wo er bis 2027 unterschrieben hat. Laut der Redaktion von Gianluca Di Marzio zahlen die Whites eine Basisablöse von 4,5 Millionen Euro, die durch Boni weiter ansteigen kann. Zudem werde der Schweizer Meister an einem möglichen Weiterverkauf des Italieners finanziell beteiligt, heißt es. Vor rund 2 Wochen im Übrigen soll Leeds mit einer Offerte über 2,5 Millionen Euro gescheitert sein. 135 Pflichtspiele hat Francesco Acerbi in seiner Karriere bisher unter Trainer Simone Inzaghi absolviert. So viele wie unter keinem anderen Coach, Tendenz steigend. Denn Inter Mailand, wo Inzaghi seit letztem Jahr Trainer ist, hat den 34 Jahre alten Innenverteidiger bis Saisonende von Lazio Rom ausgeliehen. Die Nerazzurri haben im Sommer 2023 eine Kaufoption über 3,5 Millionen Euro für den italienischen Europameister. Matteo Klimovic wechselt vom VfB Stuttgart zu Arminia Bielefeld. Der Offensivspieler kommt auf Leihbasis ohne Kaufoption zum Bundesliga-Absteiger. Zudem teilte der VfB mit, dass das Arbeitspapier des 22-Jährigen um 3 weitere Jahre bis 2025 verlängert wurde. Der erste FC Köln hat sich die Dienste von Nicola Soldo gesichert. Der in Stuttgart geborene Innenverteidiger und Sohn von Ex-VfB-Profi Zvonimir Soldo kommt von Erstligist Lokomotiva Zagreb. Der Transfer des 21-Jährigen wurde offiziell noch nicht bestätigt. Es ist aber davon auszugehen, dass das heute passieren wird. Die Vorstellung soll unseren Informationen nach um 13 Uhr sein. Der vorerst letzte Transferticker von uns. Viele Transfers sind ja über die Bühne gegangen und dann natürlich auch die Frage an euch, welchen Transfer hättet ihr euch noch gewünscht oder welchen auch nicht? Schreibt das natürlich gerne wie immer in die Kommentare unten rein und wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert unseren Kanal und bis dahin haben wir noch 2 Videoempfehlungen für euch. Einmal oben die TM-Chronik Barca mit Xavi zurück zu alter Stärke? Fragezeichen. Und unten unser aktuellstes Video. Macht's gut, habt ein schönes Wochenende, bis nächste Woche.